Hallo, Herr Dr. Eckmanns. Wir sind verbunden nach Berlin ins Robert-Koch-Institut in die Abteilung Infektionsepidemiologie und wüssten gerne von Ihnen viel mehr zur Resistenzsituation bei den Antibiotika in Deutschland in der Humanmedizin, zum Monitoring. Da sind wir bei Ihnen, glaube ich, ganz genau richtig. Sie arbeiten schon eine ganze Weile an dem Thema. Ja, vielen Dank. Gerne beantworte ich Ihnen da ein paar Fragen. Wunderbar. Es gibt seit 1998, habe ich gelesen, ein europäisches Surveillance System mit der schönen Abkürzung IRS, aber Sie hören nicht, Sie gucken auf die Daten. Da werden repräsentativ Daten zur Resistenzsituation und zur Entwicklung der Resistenzen gesammelt. Europaweit und in Deutschland machen Sie das? Ja, tatsächlich. Das ist ein System, was es lange gibt schon, um Daten zwischen europäischen Ländern zu vergleichen. Und der deutsche Partner ist das Robert-Koch-Institut. Und Daten, die wir bei uns auch in einem Surveillance-System erfassen, werden weitergeleitet zum IRS. Also wir erfassen wesentlich mehr, aber ein Teil dieser Daten geht zu IRS rüber, dass wir dann die mit anderen europäischen Ländern vergleichen können. Wo kriegen Sie die Daten her? Unsere Partner sind die Labore. Wir haben 30 Labore unter Vertrag, von ungefähr knapp 20 bekommen wir im Moment Daten, regelmäßig, und regelmäßig heißt fast auf täglicher Ebene, und diese Daten werten wir aus. Und zwar funktioniert das so, dass wir tatsächlich eine Spiegelung deren Datenbank bekommen, sprich wir bekommen alle Daten, die von diesen Laboren, mikrobiologischen Laboren, die diese wiederum aus Krankenhäusern haben und aus Praxen haben, diese Daten kommen zu uns und die können wir dann auswerten. Das sind, um mal ein Beispiel zu geben, im Jahr über 300.000 Daten zu Erregern mit Resistenzen aus dem Krankenhaus und nochmal ungefähr 200.000 aus Praxen. Oha, das klingt nach viel Arbeit, aber es ist repräsentativ. Das ist unsere Hoffnung, das kann man noch nicht ganz sagen. Wir repräsentieren circa 350 Krankenhäusern von 2.000 Krankenhäusern in Deutschland, sind aber tatsächlich in der Fläche nicht überall gleich gut vertreten. Gerade aus dem Osten Deutschlands haben wir noch ein bisschen weniger Krankenhäuser. Das ändert sich aber auch langsam, das wird mehr. Bei den Praxen ist es ganz schwierig, von Repräsentativität zu sprechen, weil wir gar nicht genau wissen, wie viele Praxen wir in Deutschland haben. Aber da haben wir im Moment immerhin 6.000 Praxen. Also Daten von 6.000 Praxen gehen in diese Datenbank ein. Na, das ist ja schon was. Welche Art von Erregern und späteren Resistenzen gegenüber den Erregern sind denn jetzt besonders im Fokus bei Ihnen? Im Grunde kann man nochmal in zwei große Gruppen einteilen, Gram-positive, Gram-negative. Die Gram-positiven Erreger sind Staphylococcus aureus und Enterokokken. Beim Staphylococcus aureus ist die Resistenz die Methicillin-Resistenz, daher der berühmte MRSA. Und beim Enterokokken sind es die Vancomycin-Resistenz, daher der VRE, also Vancomycin-resistente Enterokokken. Das ist gram-positiver Bereich. Im gram-negativen Bereich sind es die Klebsiellen und die Escherichia coli vor allen Dingen. Die gehören zu den Enterobacteriaceen. Dazu gibt es auch noch wesentlich seltener als Klebsiellen und Escherichia coli sind Serratium, Proteus, Enterobacter. Und zusätzlich im gram-negativen Bereich haben wir noch Pseudomonas und Acinetobacter. Das sind sogenannte non-vermemmter Erreger, typische Pfützenkeime wird das auch genannt, weil sie im Wasser zu finden sind. Im gram-negativen Bereich geht es einmal bei der Resistenz um sogenannte ESBL, Extended Spectrum Beta-Lactamase Bildner. Das sind besondere Enzyme in den Bakterien, die wichtige Antibiotika spalten, sodass sie nicht mehr wirken können. Das ist quasi die schwächere Version noch, ESBL, und das, was wir jetzt ganz besonders fürchten, ist Carbapenem-Resistenz. Das sind Resistenz gegen ein ganz wichtiges Reserveantibiotikum, und zwar die Carbapeneme, eine Gruppe. Und das sind im Grunde, die ESBL können nur noch mit Carbapenem behandelt werden. Wenn man also eine Carbapenem-Resistenz hat, hat man in der Regel auch ein ESBL, und das sind dann Erreger, wo ganz wenig Medikamente nur noch wirksam sind. Der Problembereich. Ja, das sind die ganz schlimmen Fälle. Wenn wir jetzt wenn Sie auf Ihre Daten schauen, wie kann man die denn interpretieren? Gibt es zum Beispiel, wenn Sie an Krankenhäuser denken, im Krankenhaus selber unterschiedliche Besiedlungsraten und Resistenzen? Auf jeden Fall. Also da muss man tatsächlich interessanterweise
die verschiedenen Erreger sich unterschiedlich angucken. Wir haben durchaus die Situation, dass in einem Krankenhaus, in einem einzelnen Krankenhaus, der MRSA-Rate ansteigt und die VRAA-Rate absinkt. Also beides krampositive Erreger, wobei Staphylococcus aureus eher im Nasenrachenraum und auf der Haut sitzt, Enterokokken mehr im Darm sind, aber tatsächlich gleichzeitig in dem gleichen Zeitabschnitt, wo der MRSA steigt, sinkt der VRE oder umgekehrt. Daran sieht man, dass man tatsächlich nicht pauschal sagen kann, ein Krankenhaus hat ein Problem, weil es möglicherweise ungünstige Hygiene macht oder weil es möglicherweise schlechte Antibiotika einsetzt und deswegen gehen alle Erreger hoch. Das ist in der Regel nicht so, sondern die verhalten sich sehr unterschiedlich. Das stellt auch in Frage diese These, dass man einen Erreger als Indikatorerreger nehmen kann. Das kann man kaum, weil die unterschiedlichste Einflüsse haben. Wir haben Bereiche im Krankenhaus, wo es mehr Resistenten gibt. Das ist ganz klar die Intensivstation, weil dort kränkesten Patienten hinkommen, die am längsten im Krankenhaus sind, die häufig im Krankenhaus sind, also immer wieder kommen und dementsprechend ein höheres Risiko haben, dass sie resistente Erreger haben. Und daher findet man dort die meisten resistenten Erreger, auch wenn da gar nicht die meisten Antibiotika eingesetzt werden. Aber wobei auf die Zeit betrachtet schon der Patient auf einer Intensivstation mehr Antibiotika bekommt als ein Patient, der nicht auf einer Intensivstation liegt. Wir haben auch Unterschiede in den Regionen, aber die sind ganz interessant, dass wir Regionen, wo vor allen Dingen viel MRSA ist, möglicherweise VRE weniger ist und in anderen Regionen, wo wir wenig MRSA haben, dafür aber dann plötzlich ESBL, E. coli sehr häufig ist. Also es ist nicht ein klares, eindeutiges Bild, wo man sagen kann, hier ist die Gegend von Deutschland, wo wir besonders viele resistente Erreger haben. Da muss man ganz spezifisch fragen, welchen resistenten Erreger meint sie, der ist dort häufiger. Es ist nicht alles geklärt, warum das so ist, aber ist das, was wir sehen. Gibt es denn eine Vermutung, die Amerikaner sagen immer educated guess, wie das sein kann? Nein, die Zusammenhänge sind halt unterschiedlich. Also wir wissen teilweise, dass das durchaus mit Tieren ein Zusammenhang besteht. Wir wissen, dass in bestimmten Regionen Deutschlands, wo es viele Schweine gibt, auch der sogenannte Schweine-MRSA häufiger vorkommt. Das ist ein bestimmter MRSA-Typ, den wir bei den Schweinen kennen, den dann auch zum Beispiel Viehwirte bekommen, den auch Veterinäre häufiger haben. Dazu gibt es Studien. Und dieser MRSA-Typ ist plötzlich in diesen Regionen, kommt der 10% aller MRSA sind dieser besondere Typ. Und in anderen Regionen, wo es keine Schweine gibt, kommt der nur zu 1% oder seltener als 1% vor. Sodass man durchaus sieht, okay, das hat damit zu tun. Und also mit dem, was im Tierbereich besteht. Und andere Sachen, also es gibt die These, dass es so eine Art VRE-Gürtel in Deutschland geben würde, im mittleren Deutschland. Also wirklich von Ost nach West zieht sich das durch, also Mittel im Sinne von Nord-Süd. Und dass dort vor allen Dingen zum Beispiel Mettwurst gegessen wird, also eine hohe Wurst, in der natürlich oft noch mehr Erreger sein können. Das ist aber noch nicht belegt, sondern das kann man so ein bisschen sehen an Abbildungen, dass da tatsächlich die Raten teilweise höher sind. Aber ob das tatsächlich der Zusammenhang mit dieser Wurst ist, der ist keineswegs bewiesen. Da gibt es keine Studien zu, die das klar belegen. Herr Dr. Eckmanns, wir haben gesprochen über die Krankenhäuser, aber ganz wesentlich ist natürlich der ambulante Bereich. Da haben Sie auch Daten. Ja, ambulante Bereich, hatte ich ja schon gesagt, 85% der Antibiotika werden im ambulanten Bereich eingesetzt. Es gibt dort auch ein schönes europäisches Projekt, die ISAC-Studie, die das auch vergleicht. Wir stehen da im europäischen Vergleich recht gut da, im unteren Drittel mit dem Einsatz von Antibiotika. Könnte man ja auch sagen, naja, dann ist doch alles gut, können wir uns zurücklehnen. Ist tatsächlich nicht der Fall. Erstens haben wir große Unterschiede innerhalb Deutschlands, also auf 100.000 Einwohner bezogen, werden tatsächlich in Brandenburg die Hälfte der Antibiotika vergeben wie in Rheinland-Pfalz. Das muss ja an irgendwas liegen und es ist wahrscheinlich nicht eine Unterversorgung in Brandenburg, sondern eine Überversorgung in Rheinland-Pfalz. Sprich, da müssen wir ran, das müssen wir verstehen. Und das Zweite ist, dass wir vor allen Dingen zu viel Reserveantibiotika geben. Also wir geben im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, die auf gleichem Niveau Antibiotika geben, im ambulanten Bereich wesentlich mehr Reserveantibiotika. Und das zeigt, dass wir nicht etwa das Problem haben, dass die Patienten zu viel fordern, was Ärzte dann oft sagen, sondern dass wahrscheinlich die Ärzte doch unsicher sind und lieber ein Reserveantibiotikum geben in Situationen, wo tatsächlich noch ein klassisches Antibiotikum reichen würde. Und das heißt, wir brauchen eine Ausbildung unserer Kollegen, ärztlichen Kollegen, die dafür auch offen sind. Wir haben da Umfragen gemacht, die haben gesagt, wir finden diesen Bereich schwierig, wir sind da völlig offen für, dass wir da mehr Fortbildung bekommen. Und diese Fortbildung müssen wir denen
geben. Das muss im Studium anfangen und in den Weiterbildungen zu den Fachärzten und danach auch noch Fortbildung in diesem Bereich, weil das ist ein schwieriger Bereich und das ist ein Bereich, den ja fast jeder Arzt angeht, weil in allen Disziplinen werden Antibiotika gegeben. Also da haben wir einen guten Ansatzpunkt auch noch, was gemacht werden muss. Sie haben vorhin verschiedene Antibiotika angesprochen, verschiedene Wirkstoffe. Man hört ja auch verstärkt von Multiresistenzen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Gegen Penicillin ist mittlerweile so gut wie alles resistent und x Prozent sind dann resistent gegen die Mittel der zweiten, dritten und vierten Generation? Genau, Multiresistenz ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Man guckt zuerst manchmal mal an und guckt auf Einzelresistenzen. Wie viel sind denn Resistenz gegen Penicilline? Wie viel sind Resistenz gegen Cephalosporine? Wie viel sind Resistenz gegen Chinolone? Das sind immer verschiedene Antibiotikagruppen. Und dann ist aber die große Frage, weil das ist das, was therapeutisch dann so schwierig wird, Multiresistenzen. Also, und das ist das tatsächlich, was zunimmt. Also, dass sie sowohl gegen Penicilline als auch gegen Cephalosporine, als auch gegen Chinolone und möglicherweise noch weitere Gruppen wie Aminoglykoside, die erregerresistent sind. Und wenn die halt gegen mehrere erregerresistent sind, dann bleibt halt immer weniger Möglichkeit zu therapieren. Und das nimmt zu und das macht Angst. Also das sind diese ganz besonderen Erreger. Da kann man klar sagen, gegen all die anderen Erreger hat man halt immer noch ein anderes. Also wenn ein Erreger gegen Chinolone resistent ist, aber alles andere noch wirkt, dann ist das ungut. Dann darf man keine Chinolone geben, aber da kann man die anderen Medikamente noch geben. Aber wenn das immer mehr wird, weil quasi Gene, also solche Resistenzen liegen auf bestimmten Genen oder Plasmide. Plasmide ist auch ein genetisches Material, was leicht übertragen werden kann von einer Zelle auf die andere oder ein Bakterien auf das andere, wenn die da drauf liegen und dann reichern die quasi verschiedene Plasmide oder genetisches Material an, wo immer eine Resistenz drin kodiert ist und irgendwann hat dann so ein Bakterium ganz viele Resistenzeigenschaften und dann ist es ausgesprochen schwierig, noch zu therapieren, weil man dann tatsächlich kein weiteres Medikament mehr zur Verfügung hat. Und da sind wir so teilweise gelegentlich schon in diesem Bereich angekommen. Mhm. Nun habe ich mir die Verbrauchsstatistiken angeschaut aus der Veterinärmedizin, also im schwerpunktmäßig Nutztierbereich. Da wird immer noch sehr viel Penicillin verabreicht. Wird das beim Menschen überhaupt noch genutzt? Das ist ja das Uraltmittel. Das ist das Uraltmittel, das ist eines der ersten Mittel, 1928 von Herrn Fleming per Zufall entdeckt, dann im Zweiten Weltkrieg viel benutzt und danach dann erst wirklich in die richtige Produktion gegangen. Und man muss auch sagen, wenige Jahre danach gab es schon die ersten Resistenzen dagegen. Aber nach wie vor ist bei bestimmten Krankheiten das ganz klar noch das Mittel der Wahl. Und selbst wenn wir einen klassischen Erreger wie Staphylococcus aureus haben, wenn der Penicillin sensibel ist, was leider sehr selten der Fall ist, nur zu 20%, dann sollte der unbedingt damit behandelt werden, weil wenn, dann ist das beste Medikament dazu eigentlich. Und es gibt gerade auch sexuell übertragbare Krankheiten, die werden ganz klar noch Penicillin-V behandelt. Also das ist tatsächlich nach wie vor noch ein ganz wichtiges Medikament für uns. Mhm. Nun haben Sie schon angesprochen, die Resistenzentwicklung. Gibt es da eine dramatische Zunahme, eine flachere Kurve, eine steilere Kurve, wenn wir das aufmalen? Das muss man wieder jeden Erreger einzeln angucken. Also zum Beispiel beim MRSA, methicillinresistente Staphylococcus aureus, da sind wir im Grunde auf einem guten Weg. Da geht die Resistenz sogar zurück. Also wir haben jetzt im dritten Jahr bei uns im ARS, im zweiten Jahr in Folge, eine Reduktion gegenüber dem Vorjahr, sodass wir so lang, also das war 2011 gegenüber 10 und 2012 gegenüber 2011 und jetzt 2013 ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber kann man das sehen, dass sich das fortsetzt, dass da die Resistenz zurückgeht. Da haben wir auch viele Maßnahmen gemacht, also da sind wir auf einem guten Weg, dass das auch, man kann diesen Weg auch umkehren. Im anderen Bereich nimmt die Resistenz eher zu. Sie nimmt bei E. coli leicht zu, also ISBL, E. coli, beziehungsweise bleibt wahrscheinlich stabil, Klebsiellen wackelt so ein bisschen hin und her, nimmt auch aber tendenziell leicht zu. Acinetobacter nimmt sie relativ stark zu, vor allen Dingen die Multiresistenz. Und im Carbapenem-Bereich ist das noch alles auf einem sehr niedrigen Niveau, außer bei Acinetobacter und Pseudomonas, da ist es ein bisschen höher, aber Klebsiellen niedriges Niveau, aber da steigt es auch leicht an. Da haben wir aber die schrecklichen Beispiele aus anderen Ländern. In Italien war die Resistenz 2009, Klebsiellen gegenüber Carbapenemen noch bei 1,5%, also sehr niedrig, und im darauffolgenden Jahr schon bei 15% und ein Jahr weiter, also dann 2011, war sie schon bei knapp 30%. Und genau für sowas haben wir große Angst, deswegen haben wir große Aufmerksamkeit darauf und sagen, wir müssen darauf
aufpassen, das kann unglaublich schnell gehen. Italien hat auch ein hervorragendes Gesundheitssystem, haben gute Mikrobiologen, achten auch auf Hygiene, aber trotzdem ist da sowas passiert. Und genau das müssen wir verhindern. Das klingt allerdings dramatisch. Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, was können wir denn tun, um den Prozess umzukehren? Nein, also MRSA hat uns das ja gezeigt. Wir haben da viel gemacht. Wir haben Daten, wir haben gute Daten, das ist die Grundlage. Wir brauchen ein gutes Surveillance-System, dass wir die Daten haben und sehen, wo ist es wie hoch, damit wir erstens sehen, wenn es runtergeht, beziehungsweise ob es weiter hochgeht und Problembereiche ansprechen und die angucken können und tatsächlich adressieren können und sagen, da ist ein besonderes Problem, da muss drauf geachtet werden. Dann sind es die klassischen zwei Seiten. Wir haben die Hygiene auf der einen Seite, sprich, wenn ein resistenter Erreger da ist, muss aufgepasst werden, dass der nicht verbreitet wird oder am besten muss darauf geachtet werden, dass wir den losbekommen beim Patienten. Also früher haben wir viel gescreent und isoliert und jetzt gibt es so eine leichte Tendenz, dass man sagt, naja, dieses Isolieren und Screenen ist gut, aber was wir ja wollen, den Erreger loszubekommen, sodass es immer mehr die Tendenz gibt, dass Patienten zum Beispiel auf den Intensivstationen alle Patienten jeden Tag mit Desinfektionsmittel gewaschen werden. Das hat wahrscheinlich relativ wenig Nebenwirkungen, ist aber für die Reduktion von resistenten Erregern ausgesprochen erfolgreich. Es gibt sehr viele Studien schon aus den USA dazu, ist auch jetzt eine in Deutschland geplant. Und dann gibt es die andere große Seite, das ist die Antibiotika-Verbrauchsseite, das tatsächlich ein sinnvolles Antibiotika-Management sein muss. Und sprich, dass Antibiotika die richtigen eingesetzt werden, nicht zu viele, in der richtigen Dosierung, für die richtige Dauer. Und das ist gar nicht so leicht und da werden verschiedene Programme auch gewarnt. Das muss im ambulanten Bereich anfangen oder im Veterinärbereich anfangen. Auch da muss genau überlegt werden, welche Antibiotika sollten im Veterinärbereich eingesetzt werden können. Sollten das tatsächlich Antibiotika sein, die auch ganz normal im Humanbereich eingesetzt werden oder sollte man das versuchen zu trennen? Da sind viele Diskussionen. Und dann rationale Antibiotikatherapie. Da sind wir gar nicht so schlecht, also zum Beispiel in Deutschland im ambulanten Bereich, aber das ist durchaus noch verbesserungswürdig und da muss dran gearbeitet werden. Herr Dr. Eckmanns, denken Sie denn, es ist möglich, die Antibiotika quasi aufzuteilen zwischen Veterinär- und Humanmedizin? Oder denken Sie da an Neuentwicklungen? Neuentwicklungen wäre schön, ist eine ganz schwierige Geschichte. Da kommen wir nicht wirklich gut weiter. Wir haben das große Problem, dass die Kosten dass die Firmen uns abhanden kommen. Es ist für eine Firma lukrativer, das 25. Antihypertensivum herzustellen, anstatt ein Mittel gegen Infektion, also ein Antibiotikum, weil einfach auch der Markt da nicht funktioniert. Normalerweise stellt man etwas her und will das möglichst schnell verkaufen. Und wenn ein neues Antibiotikum ist, kommen solche Leute wie wir und sagen, nee, das wird als erstes mal in den Schrank gestellt und nur in ganz besonderen Fällen rausgeholt. Da sagt natürlich jede Firma, so ein Quatsch, ich will, dass das direkt verkauft wird. Und das ist ein Widerspruch der Interessen, der leider auch nicht zu klären ist, dass überlegt man, ob die Patentzeiten verlängert werden oder so. Also meiner Meinung nach gehört das vielleicht sogar in staatliche Hand, dass man, weil das jenseits des Marktes funktionieren muss, Entwicklung von neuen Medikamenten. Also da können wir nicht auf sehr viel hoffen. Neue Gruppen gab es selbst schon lange nicht mehr und neue Medikamente oder Gruppen werden wir in den nächsten Jahren auch nicht haben. Also müssen wir tatsächlich sparen. Da ist aber auch noch viel Luft. Wir können noch sparen, wir können noch rationeller einsetzen und wir müssen mit den Veterinären zusammen auch sprechen und sagen, welche Antibiotika können wo eingesetzt werden. Wobei das ist eine ganze gesellschaftliche Frage, wenn Sie einen Huhn einfach für teilweise 1 Euro oder 1,50 Euro im Suppenhut kaufen wollen, dann geht das nur mit einer industriellen Fertigung und da gehören Antibiotika dazu. Ich meine, haben bestimmt auch schon andere gesagt, das ist ja in der Presse gewesen, ein Huhn wird 40 Tage gemästet und bekommt davon 10 Tage Antibiotika. Da sind viele Antibiotika drin, das ist klar, dass da irgendwelche resistenten Erreger sind. Das ist aber die andere Seite von, wie teuer ein Huhn tatsächlich sein kann am Ende und das ist eine gesellschaftliche Frage irgendwie, also wie wichtig Fleisch ist und so. Und das finde ich, das können fast noch nicht mal Humanmediziner und Veterinäre ausmachen. Das ist eine gesellschaftliche Frage, die da geklärt werden muss. Natürlich müssen wir miteinander reden, was wir, finde ich, mehr und mehr und besser tun und wirklich sagen, okay, bestimmte Antibiotika sollten gesperrt sein. Da kann man auch mit den Veterinären gut reden. Also Carbapeneme wollen wir nicht, dass wir da eine Resistenz über die Tiere reinbekommen. Und bei anderen muss man, denke ich, auch durchaus darüber reden. Herr Dr. Eckmanns, bleibt mir eins, mich zu bedanken bei Ihnen und Ihnen für die Zukunft noch viel mehr Erfolg zu wünschen.